Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Serverlore und zwar heute mit unserem Neruba-König der Herzen, dem guten Anubarak. Kommt meine Brüder, stürzt euch auf ihr Fleisch! Anubarak und seine Untoten lebten eigentlich schon seit wir, ja, Warcraft haben, wenn man so will, in Nordend und lebten dort eben als stolzes Spinnenvolk, errichteten ihre unterirdischen Metropolen und fristeten dort ihr spinnenhaftes Dasein. Bis zu dem Punkt, als der Lichtkönig eben nach Nordend kam. Damals noch in der Form von Ner'zhul, denn an Arthas und Verschmelzung war zu diesem Zeitpunkt, zumindest von unserem Standpunkt aus, noch nicht zu denken. Zwar konnten sich die Neruba eine ganze Weile tapfer halten und hatten auch eine hauseigene Immunität gegen die Seuche der Untoten mitgebracht und dazu noch diese unterirdischen Tunnelsysteme in Nordend ihrer Heimat, die kannten sich aus. Letztendlich fielen sie aber wie so viele Völker auch der Geißel zum Opfer und wurden in großen Massen eben wiederbelebt. Ganz an der Front kämpfte dann eben unser guter Anubarak und letztendlich nicht nur das, sondern auch gegen sein eigenes Volk. Das brachte ihm natürlich nicht nur eine Menge Hass seitens der Überlebenden seines Volkes ein, sondern auch einen schönen Titel. Fortan war er eben bekannt als der Verräterkönig. Und so kämpften eben die wiedererweckten Neruba unter Anubarak gegen ihre eigenen Volksvertreter, eroberten Ankh-Het, Azyol Nerub und eben diese ganzen Tunnelsysteme und Metropolen und rissen die eben teilweise nieder. Ja, die waren untot jetzt, was sollen sie eben mit diesen Schickimicki-Spinnstatuen überall? Und ja, machten den Überlebenden ihres Volkes logischerweise ihr Restleben zur Hölle und besetzten eben diese ganzen Tunnelsysteme und Städte, die ihr Volk in jahrelanger Kleinarbeit aufgebaut hat. Und das Ganze ging auch immer so weiter, bis unser vergeltungssuchender, blonder Prinz Arthas an der Küste Nordends landete und auf der Suche nach seiner Bestimmung und der Rettung seines Volkes war. Und unterstützt wurde er natürlich von einem beliebten Geißelgeneral, nämlich unserem guten Anubarak. Ah, unsere Gäste sind erschienen, genau wie der Meister es versprach. Zur gleichen Zeit belagerte Illidan den Frostthron und ja, hatte auch diverse Naga-Truppen und ähnliche Unterstützung mitgebracht und Anubarak hat eben Arthas direkt so geholfen, dass er ihn eben durch diese Tunnelsysteme durch Azyol Nerub geführt hat, auch durch Teile, die eben noch nicht erobert wurden, das heißt, die beiden kämpften sich da auch Seite an Seite durch und somit wurde da jetzt, also keine anime-mäßige Liebesbeziehung, sondern natürlich wurde der dann, als Arthas dann erfolgreich mit dem alten Lichtkönig verschmolzen ist, wurde Anub natürlich sein Lieblingsgeneral, ne, ist klar. Anubarak zog sich dann nach Azyol Nerub zurück, fristete sein Dasein als feuchtfröhlicher Unterkönig und ja, bewachte eben die Zucht dieser Krieger, die heranwuchsen, um dem Lichtkönig zu dienen. Nun wird sich jeder erinnern, der diese Levelphase mit diversen Dungeon-Besuchen hinter sich hatte, dass Azyol Nerub nicht nur ein sehr kurzer, sondern auch relativ leichter Dungeon ist. Man könnte fast meinen, der König ist ein bisschen fett geworden, ne, und hat geschwächelt. Das heißt, wir hauen Anubarak einfach ganz lässig um und kriegen dazu auch noch eine Quest von den Überlebenden seines Volkes, die uns dafür auch noch entlohnen, diesen Verräterkönig endlich umgehauen zu haben. Nun habe ich vorher erwähnt, dass Arthas als Lichtkönig durchaus sich daran erinnern kann, dass der Gute ihm natürlich geholfen hat mit seinem Tunnelsystem und so weiter und so fort. Und darum hat er ihn einfach direkt nochmal wiederbelebt und dann aufs Kreuzfahrerturnier, das Argentum-Turnier im Norden von Eiskrone, losgelassen. Die Neruba erbauten ein Königreich unter den gefrorenen Einöden Nordends. Ein Königreich, auf dem ihr so töricht euren Spielplatz aufgebaut habt. Auf meinem Königreich! Die Seelen, eure gefallenen Champions, werden mir gehören. Vordring! Und so fand Anubarak auch wieder ein schnelles, jähes Ende, nur mit besserem Loot, wenn man sich jetzt das Ganze irgendwie ein bisschen, ja, materialistisch aufpeppen möchte. Er war also schon ein großer General, einer mit der ersten und wichtigsten, die sowohl dem alten als auch dem neuen Lichtkönig, nur dem ganz neuen Lichtboy war. Vielleicht holt er den auch wieder, man weiß es nicht. Und ja, hat eben starke Dienste zu verzeichnen in seinem Lebenslauf, hat sein Volk dann verraten, der Verräterkönig, hat die alten Metropolen seines Volkes eingerissen und eingenommen und ja, sein Restleben dann irgendwie, weiß ich nicht, mit noch schön, was fressen die Ruber, weiß ich nicht, Fliegenkeule oder so, ne, in Azyol Nerub gechillt hat er den Rest seines Lebens. Und bis wir dann eben kamen und das Ganze beendet haben. Quest gab es dann eben auch davor. Natürlich, die Überlebenden haben uns dann aufgesucht. Ich weiß nicht, ob ich von riesigen sprechenden Spinnwesen irgendwie besucht werden möchte, die mich bitten, ihren Verräterkönig zu töten. Aber hey, auch das haben wir geschafft. Und das Besondere an Nerub ist eben, an Nerub, ja, an Nerub vielleicht auch, aber vor allem an dem guten Anubarak, ist eben, dass er wirklich so lang schon verwurzelt ist. Anfang der 2000er spielte der eben schon eine Rolle in diesen Warcraft-Games. Und dementsprechend ist er also wirklich schon eine ganze Weile dabei und wurde deswegen auch zu Recht immer mal wiedergeholt. Ne? Getoppt durchaus von Onyxia, ja, wo die immer wieder hergezaubert kam, das weiß auch keiner so ganz genau, aber
Hey, der König, nee, der Gruftkönig der Herzen, der Gruftlord der Herzen, der Kommandant der Liebe, ja, bester Mann. Vielleicht hat er auch ein KIZ-Tattoo, ich weiß es nicht. Fraglich bleibt halt, wie sehr Anubarak unter diesen ganzen Einflüsterungen des Lichtkönigs auch gelitten hat. Gerade Sätze wie... lassen einen jetzt irgendwie nicht so an aufrechte Loyalität glauben. Dementsprechend ist es auch ähnlich wie bei Maligos eigentlich schon wieder eine Art Tragödie, die natürlich mit vielen Taten des Lichtkönigs zusammenhängt. Aber ja, Anubarak war eben auch letztendlich nur ein Sklave des Willens. Ja, Freunde, das war's dann auch wieder von mir. Ein etwas kurzer und knackiger Part, aber darum nicht minder wichtig. Ne, ohne den hätte Arthas vielleicht gar nicht zum Lichtkönig geschafft. Und was davon dann die Folgen gewesen wären, wie sich alles entwickelt hätte, da könnten wir vermutlich jetzt 10-mal so lange drüber mutmaßen, aber ist halt nicht passiert. Wichtiger Gruftlord und oftmals gesehener Boss, wenn man so will. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und konntet was lernen und wir sehen uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau's.